nicht, das gibt's doch nicht. Da ist auch nichts. Ich weiß überhaupt nicht, was ihr habt, Kollegen. Haufenweise Ostereier, überall. Ich habe so viele bekommen, ich kann sogar jetzt noch gehen zu den Kollegen und welche verstecken. Viel Spaß bei Ihrem Aida Prime Magazin. Bitteschön. Nur Tee, keine Eier. So, dann mache ich mal ein paar Kollegen hier glücklich. Glücklich waren übrigens auch die Kinder, die Schulklasse, die mit Schwester Agnes an Bord war auf Aida Aura in Indien. Das war ein großartiges Erlebnis. Sie sehen es an den funkelnden Kinderaugen, wie gut denen das gefallen hat. Gucken Sie mal. Are you ready? Ready! There you go. So you have some fun, huh? Yeah. Dieses Projekt begann vor 2 Jahren in Kooperation mit AIDA, um neue Programme in unserer Region zu fördern. Im Grunde genommen ist diese Zusammenarbeit Teil eines Tourismusprojektes, um örtliche Gemeinden nachhaltig zu unterstützen. Wir machen das jetzt schon zum 2. Mal und ich glaube, das hat vorher noch kein anderes Kreuzfahrtunternehmen gemacht. Als die Kinder aus den Bussen gestiegen sind, konnte ich sofort erkennen, wie neugierig und aufgeregt sie waren. Und sie sagten verwundert, wow, schaut mal, was für ein großes Haus. Ich konnte an ihren großen Augen und erstaunten Gesichtern erkennen, wie glücklich sie sind. Alle haben gelacht, sie waren voller Vorfreude. Die Schüler waren aufgeregt und begeistert, die vielen verschiedenen Menschen und Nationen an Bord zu sehen. Ich denke, dieses Erlebnis gibt ihnen ein positives Gefühl tief in ihrem Herzen. Ich bin mir sicher, dass sie sehr viel Energie aus diesem Tag schöpfen können. Sie fühlen sich dadurch bestärkt und erwachsen. Sie merken, dass sie gewisse Entscheidungen für sich selbst treffen können und dass sie die Schönheit des Lebens zu schätzen lernen. Das ist wundervoll. So thank you for giving us an opportunity of this kind. Danke, dass wir die Möglichkeit dazu hatten und danke für die Gastfreundschaft, die uns von jedem Einzelnen hier an Bord entgegengebracht wurde. Ich bin sprachlos. Ich kann mich nur demütig und aufrichtig aus tiefstem Herzen bedanken. Gott segne euch. And sincere, honest thanks. God bless. Also, hier ist auch nichts. Das sind 3 wunderbare Eier, die hier genau hinpassen. Genauso gut wie Hendrik, Eladio und Esther auf die Bella passen. Das sind Solisten, die von Anfang an auf der Bella waren und die haben jetzt zusammen mit dem AIDA Gästechor wunderbar gesungen. Ganz tolle Bilder, riesiges Erlebnis. Bitteschön. Hallo, liebe Gäste. Guten Tag. Sehr, sehr wichtig vor diesem Programm ist einwarmen, so einsingen. Und seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Also ja. Es ist nämlich schön, dass die Künstler oder die Stars sich auf die Leute zubewegen und es wird auch versucht, dass die Gäste, die Urlaub machen, mit eingebunden werden. Und das sollte man weitermachen. Kennt jeder das Lied Auf uns? Ja? Ein Hoch auf uns. Auf jetzt und ich bin selber in verschiedenen Chören und mir macht Singen Spaß und dann war das Projekt super. Immer bleibt. Unsere Show heißt Pop Meets Classic. Wir haben natürlich eine Klassik-Version mitgebracht. Wir gehen hinab für jeden durchs Feuer. Im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen nur steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt. Das ist das Beste für uns, gibt ein Hoch auf das, was uns vereint. Auf diese Zeit, auf diese Zeit, ein Hoch auf uns. Ein Feuerwerk und Melodie, auf dieses Leben, auf den Moment. So viele Lichter sind geblieben, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns. Ein Hoch auf uns.
prima! Also hier sind keine Eier zu finden. Aber ich schaue noch mal in der Sauna nach. Meine Kollegin Gabi wird sich sicher sehr freuen über den kleinen Osterhasen, genauso wie wir uns alle freuen über Bettina Tietjen. Die ist bei uns an Bord. Gucken Sie mal. Hallo liebe AIDA-Freunde. Ich bin schon ganz aufgeregt, denn ich werde meine allererste richtige Kreuzfahrt machen auf der AIDA Blue. Es geht von Gran Canaria über Lanzarote, Casablanca ist dabei, Cadiz, ganz am Ende nach Mallorca. Und ich werde da nicht nur schön Urlaub machen, sondern ich werde auch aus meinen beiden Büchern lesen. Einmal Schuhe putzen mit Damenstrümpfen, das sind Alltagstipps von Prominenten und lustige Geschichten aus meinem eigenen Leben. Und Unter Tränen gelacht, das ist ein Buch über die Erfahrungen, die ich mit meinem dementen Vater gemacht habe. Außerdem gibt es vielleicht eine kleine spontane Talkshow an Bord. Sie sehen schon, es gibt ein bisschen was zu erleben, neben all dem Schönen, was natürlich rund um die Städte zu sehen gibt, die wir mit der AIDA alle ansteuern. Also, wir sehen uns an Bord und zwar schon sehr bald. Ich freue mich. Dieser Osterhase wird sicher die Verlockung des Tages für meine Kollegen. Für Sie habe ich jetzt die Verlockung der Woche, die AIDA Perla Taufreise. Bitte schön. Wir starten in Palma de Mallorca und fahren als erstes nach Civitavecchia. Rom erwartet uns. Der nächste Hafen ist Livorno. Noch ein Halt in Barcelona und wir reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Palma de Mallorca. Mein Kollege hat hier seinen Rucksack offen stehen lassen. Dem machen wir jetzt mal die Überraschung des Tages. Und für Sie habe ich die Bilder der Woche. Bitte schön. There was a time when you let me know what's really going on below. But now you never show it to me, do you? And remember when I moved into you, the holy dawn. Jetzt wünsche ich Ihnen frohe Ostern. Haben Sie eine ganz tolle Zeit. Und sag mal, die Osterhasen, sind die jetzt weg? Können wir die wieder einsammeln? So, jetzt wird es für mich auch schön. Frohe Ostern.